Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier live aus dem Livestream From Zero to Hero mit dem Axel und seinen verrückten Zuschauern und meinen Zuschauern. Ja, wir sind ja auch gerade am Tütteln und machen. Ja, vielen Dank. Das ist ja wirklich der Vorteil, ne? Schlepperfreund, vielen Dank für dein Abo. Danke für die Unterstützung. Warte mal, bloß mal gucken, wo wir hier lang müssen, nicht, dass wir uns gleich wieder verfranzen. Was ich sagen wollte, es ist schon praktisch am Livestream, du hast ja direkt, du kannst Sachen fragen und kriegst direkt die Antwort. Ja, das ist halt wirklich cool, ne? Also wir brauchen auf jeden Fall ein schwarzes Schaf, das nennen wir Axel. Und dann, Schwarzes Schaf, Junge, ich gebe doch gleich schwarzes Schaf, kann ja wohl schwarz sein. So, aber wir werden jetzt, da hat der Milo gekauft. Noch nicht, jetzt. Nicht gut, dann hatte das LU irgendwas gekauft und ich habe gerade einen kleinen Leck. Oh, so, aber das ist nicht so wilde. Wir werden uns jetzt logischerweise ganz schön zu ziehen nach oben, aber ist alles nicht so schlimm. Warum ist die Zeit jetzt auf 1, wenn wir doch schneller spulen ab? Ja, dann setz mal bitte hoch. Auf was wolltest du jetzt? 120 haben wir ja gesagt. Achso. Wo ist denn der Axel? Komm, wir suchen mal einen Axel. Da ist er nicht. Oh, der ist gerade beschäftigt. Da ist er. Guck mal, der Axel. Hallo, Axel. Hallo. Ich habe ein schwarzes Schaf, was Axel heißt. Punkt, Punkt, Punkt. Was? Entschuldigung, ich habe das nicht ganz verstanden. Was hast du gesagt? Ja, nee, alles gut. Ich hatte gerade das Wort gerade ein bisschen abgehackt. Ach so. Punkt, Punkt, Punkt. Entschuldigung? wie bitte? Entschuldigung. So, wir müssen mal sehen. Okay. Oh, das ist jetzt schlecht. Können wir kurz mal. Was können wir denn? Können wir kurz mal die Zeit langsam machen? Wegen weil? Ah ja, weil ich jetzt 4 Schafe gekauft habe und habe hier kein Wasser und kein Heu. Und jetzt spulen wir. Dann sind die gleich tot oder so. Nee, die sterben doch nicht. Wir haben doch keinen Season. Aber denen geht's nicht so gut dann, meinen Schafen. Ja. Axel. Ja. Da haben wir eine Wasserpumpe drauf genommen? Nee, weil ich keine gescheite gefunden habe. Okay. Beziehungsweise, weil du keine brauchst und mir sie nicht gegönnt hast. Nein, ach, sag doch sowas immer nicht. Also ich verstehe nicht, wie man so immer denken kann. Ich weiß nicht, wenn man ein Projekt mit dir spielt, kommt das irgendwie automatisch. Ich kann ja wohl nicht sagen. Das ist ja Wahnsinn. So, wir werden jetzt erstmal hier reinhauen, das Ganze, ne? Ist ganz klar. Es fängt natürlich an zu regnen und wir schauen mal. Bei Axel ist das immer so eine Sache, 50-60. Sei doch. Ja, ich glaube das okay, auch. Okay, wir nehmen, das nennen wir hier Bailu. Wo ist dieses scheiß Wasserfass? So, dann nehmen wir, Ach hier. Ich kaufe mal ein Wasserfass. Kauf mal. Oha, wie teuer ist denn das? Scheiße. Dann nehmen wir noch. So, wir machen mal. Ach, es regnet, jetzt brauchen sie kein Wasser mehr. Genau, wir machen es mal so. Okay, wunderbar, das passt erstmal. Hier kommt dann das. Wunderbar. Leute, was haltet ihr von der Idee? Könnt ihr gerne mal reinschreiben? Ist eine super Idee, Axel. Also, sowas kann nur von dir kommen. Was denn? Na, du hast die besten Ideen um 2 Uhr nachts. Ja, ne, definitiv, das wüsste ich doch. Aber es ist doch gut, dass du es so endlich mal einsiehst. Ist doch. So, okay, wunderbar, das passt. Bauen wir natürlich noch mal raus. Wir schauen mal. Das haben wir. Was hatte ich vorher in der Stammbar? Was hattest du vorher? Nee, es hat einer geschrieben, die du vorher in der Stammbar hattest. Also wenn du die Wasserpumpe brauchst, die gibt's nicht mehr. Die war bei Seasons dabei und das Seasons haben wir ja nicht mehr drauf. Ja, genau. Deswegen. Ah, aber LS Geilo müsste doch trotzdem funktionieren, oder nicht? Hi Flo. Oder sehe ich das falsch? Schreib mal in den Chat. Normalerweise müsste es doch dennoch funktionieren, wenn man da das Ganze so macht. Oder sehe ich das falsch? Bremsweg zu lang. Okay. Ach, guck mal, der Axel. Hast du dir ein Mähwerklein gekauft? Ja. Schön.
Alles klar, gut, wunderbar, geht trotzdem. Ah, Chat, ich liebe euch, ne? Ihr seid ja wirklich. Also, deinen Dünger könntest du schon langsam mal abholen hier unten am Händler, oder? Ja, du dein Öl, du hast nämlich schon Hä? Noch Paletten drin. Nein, das ist nicht meine, das hat das LU genommen. Das ist, was ist das? Das ist Saatgut, ich habe nicht mal eine Sämaschine. Ah, ja. Besitzer LU und hier hinten steht. Ist eigentlich ein Regelbruch, Hexe. Du hast eigenes Land. Ja, ich kam ja jetzt noch nicht dazu und ich bin gerade auf dem Weg dorthin. Diese Palette. Die steht hier schon seit 4 Folgen mindestens. Nee, das sehe ich gerade richtig. Mhm. Das ist, wie gesagt, ich bin gerade auf dem Weg dorthin. Hey, weißt du, wer bei mir im Chat ist? Und nee, wer denn? Mein Hofhelfer. Dein Hofhelfer? Der Joseph. Joseph? Joseph. Joseph, das ist sehr cool. So, wo können wir denn das mal... okay, wartet mal. Pass mal auf, ich mach dir ein Angebot. Lieber Maido, bloß mal so nebenbei. Ich wechsle mal kurz in das. Ich würde dir erstmal gerne ein Angebot machen wollen. Ich wechsle nebenbei trotzdem mal ins Stadtkonto. Wieso? Ich möchte einfach nur den Global Marketplatz. Achso, einfach schon. Ich sag mal, ich ignoriere das mit dieser Palette da, aber ich möchte trotzdem, dass du die demnächst mal wegbringst. Ah. Und dafür lassen wir das mit dem Anhänger an den Tisch fallen. Weil ich weiß nicht, was schlimmer ist, ob illegal abgestellte Güter oder eine abgesprochene Benutzung von Anhänggeräten, was ein Anhänger sogar, nicht mal ein Grubber oder so, vom LU. Warum kann ich jetzt hier nicht tanken, Wasser? Ach so, ab 6 fangen die wieder an, das LU, oder was? Jo. Okay. So, wir müssen jetzt natürlich erstmal hier schauen, dass man. Hä, hey, wieso? Axel, du musst mir mal kurz helfen jetzt mal, also wirklich. Was denn, wegen was? Ich konnte hier jetzt tanken, aber nur 10 Liter. Hä? Also Wasser, an meiner Wasserstelle, weißt du? Ja, ja. Aber er hat 10 reingemacht und das war's. Ja. Ah, warte mal. Ach, hat's erledigt. Keine Ahnung, der Trigger ist irgendwie übelst weit hinten. Kerle, Kerle, Kerle. So, meine Lieben. Bloody, bloody, bloody. Warum setzt das jetzt nicht? Dominik, Alter, 9 Subs verschenkt heute schon. Verrückter Hund. Ah, vielen Dank. Das ist immer so eine Sache. Was machst du? Ach, den Global Market? Ja, den will ich gerade platzieren. Oh, voll. Aber irgendwie geht's nicht. Wir nehmen auf, ja. Nebenbei. Alle verschiedenen. Ja, warte, geht gleich los. Ich muss bloß erstmal gucken, warum der Global Market sich nicht setzen lässt. So überall platzieren ist ja an. Müsste der sich doch eigentlich auch platzieren lassen? Eigentlich schon, ja. Wallet-Trigger-Probleme. Ich habe gehört, es wäre nicht mehr das Problem, aber wir werden es. Was war der Falsche? Uch. Ah, hast du die 10 voll gemacht, Dominik? Ja, danke dir. Wolltest du jetzt nicht auf dir sitzen lassen? Wahnsinn. Warum macht er es nicht? Warum macht das nicht? Warum platziert das nicht? Das Land nicht da. Doch. Ach. Das Land ist dir. Deswegen geht es von der Stadt aus nicht. Gut, dann muss ich mir dann aber, okay, dann muss ich es über meinen Hof nehmen und. Nee, dann müsstest du mir Helfer geben, das geht nicht. Dann verkauf doch dein Feld kurz, du bist doch fertig auf dem Feld, oder? Warte, genau, gut. Dann verkauf das kurz und kaufst wieder, du verlierst ja nichts. Das ist ja 1:1. Das können wir machen, das ist eine gute Idee. Ich sag mal, die Idee kam von mir. Wie soll es anders sein? Oh, hätte ich es noch nicht gesagt. Das ist ja schon wieder. So, aber gut. Wir müssen das jetzt mal machen und das jetzt mal machen. Und dann müssen wir das Ding jetzt mal setzen, dass wir ja endlich mal zur Pötte kommen. Ach, Axel, weißt du was? Was denn? Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Aber ich dachte, ich bin ja kein Arsch. Ich teile es dir mit, okay? Mhm. Es regnet. Hm. Krass, oder? Krass. Danke, Tino.
Ich muss mal kurz zum LU, die haben nach einer fähigen Person verlangt. Ach, die haben wir gleich. Hallo. 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 Was gibt's? Nee, warte mal. Habt ihr mir die 2K überwiesen? Nee, warte. Ja, also. Genau das. Jetzt geht's aber los. Ja, Moment, ich überweise. Und die 500 war der Stroh, oder was? Genau. Okay. Genau. Okay, okay. So, bitteschön. Vielen Dank. Einmal, dann kann ich das wegstreichen. Jawohl. War noch was? Ich sollte hierher kommen, warum haben wir? Ach so, ja, alles gut. Bum, 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 bum. Das ist so ein schöner Anhänger, Dominik, oder? Janik. Wieso sage ich denn immer Dominik, Alter? Wer, warte mal. Wie kriege ich denn die Verwirrung hin? Das kann ich dir auch nicht sagen. Das ist echt Wahnsinn. Aber Schwabbel hat ja schon Schwabbel da stehen in seinem Namen. Ja, hier, vor allem heißt ja Schwabbel heißt ja Dominik, ne? Ja, der heißt Dominik, ja. Aber alle nennen Schwabbel. Ja. Ja, wegen GTA. Also hier TF GTA. Yep. Ui, hallo. Moin, Lukas. Was war denn jetzt? Wieso bin ich denn hier? Also, weil die da oben was besprechen kurz. Hä? Abrechnungen. Abrechnungen. Warum ruft ihr den Excel dann nicht runter? Weil ach, du hier hingekommen nicht. Bist. Ja, weil. Ja, weil es im Chat stand. Deswegen. Milo, bitte zu Melu kommen. Vom Michael. Was er reingeschrieben hat, weiß ich nicht. Okay. Ich habe da mal eine Frage, Michael. Ja. Warum sagst du, komm, LU kommen und dann gehst du hier hoch? Unglaublich. Aber okay, das LU, ne, da hat ja verstanden, wunderbar, das ist recht gut. Hallo. Ich bitte um Klärung. Warum? Ja, gut. Ja, weil ihr anscheinend hier was zu zweit ausmuchtelt und ich unter falschem Vorwand ins LU gerufen werde. Nee, ich habe einfach eine Rechnung bezahlt. Aber warte, mach das mal im LU. Okay. Hä, was ist denn jetzt? Warum bin ich denn hier? Ich hatte euch zwei vertauscht von der Rechnung her. Ja, servus an alle. Leute, die dazugekommen sind, sorry, auch für alle, die gefollowt haben, vielen, vielen Dank dafür. Echt, Leute. Herzchen, 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 vielen, vielen Dank dafür. Das ist echt der Wahnsinn. Genau, ich wollte den Global Market platzieren, aber irgendwie ging es halt nicht. So, da ich vom Server geflogen bin, soll ich euch jetzt nachjoinen oder nicht? Ja. Okay. Genau. Magnifik. Sag mal, Gras kann man nirgendwo anders abgeben, ne? Da steht bei dir auch nichts da beim Verkauf Dingens. Du hast vor Gras, was da loswerden willst, oder was? Nee, wollte bloß mal gucken. Global Market im Übrigen lässt sich dort nicht platzieren. Ich würde Gras kaufen, wenn du welches hast. Ach, du möchtest Gras kaufen? Ja. Okay. Hamsbert, servus. Huch. Ja gut, dann für wie viel, was stellst du dir denn vor? Mach nebenbei mal den Anhänger voll, kann ich dir dann genau bremsen. Ah Leute, das könnte ich jetzt, ne, sorry dafür, dafür könnte ich nichts. Milo, ich sag's auch gleich, ich bin gerade bergab gefahren, stand voll auf der Bremse, aber der Anhänger hat halt geschoben und auf mich auf dem Feld geschoben. Was willst du denn haben für das Gras? So. Warte, ich würde den Anhänger erstmal voll machen. Und. Himmel, Herrgott, ich fahre heute hier was zusammen, das ist schon wieder Wahnsinn. Genau, ich würde den Anhänger erstmal voll machen und dir dann gleich mitteilen, was ich für einen vollen Anhänger nehme. Mhm. Wenn das für dich okay ist. Ja. Ja, gut. So, dauert nicht lange. Dauert absolut nicht lange, geht gleich los. Palim, palim, palim. So, okay, dann machen wir das, dann machen wir das.
Ja, Chat, könnt ihr gerne mal reinschreiben, ne? Und dann schauen wir mal. Da gibt's keinen, sorry. Genau. Und zwar, wie wär's denn so mit 95 pro 1000 Liter? Was hältst du denn davon? Ja? Weiß ich nicht, ist ein bisschen teuer, oder? Hey, vor allem, es gibt Leasingkosten für einen Heuballen. Ich lease einen Holzballen, Heuballen. Ja, dann lease mal. Also ich bezahle ja für 4000 Liter Heuballen, also ich bezahle für 1000 Liter Heu 120,95. Lieferst du es denn dann auch? Ja, ja, ich würde es dir sofort liefern. Also mit Lieferung 95, können wir 90 machen, das ist ein schöner, warte mal, wie viel hast du denn? Also 8000 Liter habe ich gerade im Anhänger. Warte, gut, dann sind wir bei 8 mal 95, 760, kann ich eh nicht bezahlen, weil es geht nur in 100er Schritten. Ich würde das für 700, ist das okay? Wie viel hast du gesagt, 760? Ja. Ja, dann rund mal auf 800. Nö. Ja doch. Nö. Also guck mal, also ab 5 wird aufgerundet, oder sehe ich das falsch bei dir? Das ist falsch, weil ich weiß nicht, wo das her ist. Ja, nee, es ist einfach so. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. 95 willst du haben. Genau. Mit Lieferung. 2000 Liter, ja. Ja, gut, liebe Leute, ich muss mich umwarten, bevor... Ja, Chef. Es ist ja aber 760. Ja, 760. So, sind wir ja über 750 drüber, also wird aufgerundet. Naja, dann für 800 oder was? Ja. Naja, dann mach. Kipp's oben in die Schafe rein. Aber dann so schnell wie möglich, weil die sind am Verhungern. Naja, ich bin schon auf dem Weg. Dann überweise ich dir mal 800, ne? Jawohl. Ey, es ist ja Wahnsinn. Ah, Leute. Ich weiß auch, warum er so rutscht. Ich kann mich da noch bei dem lieben Milo dran erinnern. Was rutscht denn, der Uni? Weil er hinten einfach zu leicht ist auf der Hinterachse. Deswegen bergab mit Rückenwind und Regen. Ah, da fällt mir was ein. Was ist denn jetzt schon wieder? Weil du gerade Gras und Grasmähen gesagt hast. Ja, ja. Ich hab da mal einen Link für euch. Also das ist jetzt nur für meine Mädels. Da war's 11 Uhr. Ey, tut mir leid, Marie. wenn ich das jetzt wieder noch zusammenkrieg. Achso, ich folge ja, dann muss ich's ja sehen. Ich muss mal kurz was raussuchen nebenbei. So, der Meile ist schon wieder Ellen von dem Mikro entfernt. Ja, ja, passt. Wenn ihr auch Rasen mäht und so ein Kram macht und so weiter. Wer denn? Meine Zuschauer. Und habt daheim einen schicken Rasen. Dann könnt ihr mal, ich poste mal einen Link, da könnt ihr da mal nachgucken. Das sind, das ist mein Designer mit einem Freund. Also unser Designer mit einem Freund. Die machen da Tutorials über den perfekten Rasen im Garten. Und ich meine, das ist jetzt schon ein bisschen vorbei, die Hauptzeit für den Rasen. Jetzt ist ja so der letzte Schnitt so vorm Herbst. Ich bin mal beim LU. Ja, macht das. Aber da könnt ihr hier mal vorbeigucken, wenn euch das interessiert. Könnt ihr auch gerne mal ein Abo dalassen. Das sind echt zwei witzige Jungs. Den Link, den packe ich auch nochmal in die Videobeschreibung für die das Video dann auf YouTube sehen. So, ich nehme auch noch auf, ist auch schon bald vorbei. Ich bin ein bisschen planlos gerade, Leute, muss ich ehrlich sagen. Weil es regnet und meine Ernte nicht gemacht wird, es ist kein Düngerauftrag da. Und, ja. Weiß ich jetzt nicht so richtig, was ich machen soll. Da weiß ich jetzt nicht so richtig, was ich machen soll. Ich wollte jetzt eigentlich Gras holen und ein bisschen was Heu, aber wenn ich das jetzt von Excel direkt oben reingekippt bekomme, dann ist es ja auch in Ordnung.
Guck mal, da ist der Axel. Schwarzes Schaf, definitiv. Soll ich noch... Oh, da ist er. Soll ich noch mal eins kaufen? Oder, warte mal, ich brauche auf jeden Fall 5.000 für morgen. Ich habe jetzt noch 21.000. Dann können wir noch mal, da können wir da noch mal ein paar kaufen. Dann passt jetzt auch noch ein bisschen mehr. Ach, jetzt weiß ich, was die sonstigen Kosten sind. Das ist, weil ich das nicht selber hole. Ja, brauchst noch Schafe, ja. Eventuell einen Spritzauftrag mit Gerätemieten. Ja, habe ich gerade überlegt. Ich habe gerade die Aufträge angeguckt. Oh, warte mal, ist jetzt wieder einer da? Nee, an Spritzen. Feld 29. Ja, komm. Machen wir den eben. Ich meine, ich kann ja eh nichts machen. Aber jetzt habe ich Geräte ausleihen gemacht, oder? Ach, da war sie doch schon. Mist. Da ist er. Ach, ich muss den Dünger noch kaufen. Es ist unglaublich, das in Uhr. Was denn? Also in Uhr, ne? Gut, ich verkneife mir das jetzt mal, bis es raus ist. Ja. Wo soll ich denn das restliche Gras hinmachen? Weil hier ist voll. Wie viel hast du noch drin? 3000 glatt. Kipp das in die Rundhalle hinter dir. In diese Halbbogenhalle da. Ach, die grüne hier? Ja. Okay, kipp ich da rein. So. So, ja, jedenfalls, ne, Maido, stell dir vor, ich komme hier vorne, ist ja so eine suboptimale Kurve, und komme da rumgefahren und da steht ja so ein ekliger Baum im Weg, ne, wo du ja wirklich kaum was einsehen kannst. Und da kam ja nur jemand, ja, die Marie, um ehrlich zu sein, vom NU, kam da rumgeschossen und also angeflogen auf der Geraden. Und ich konnte ja nun nicht weiter irgendwie, also so schnell konnte ich ja, ich habe keinen Zugang zu diesem Land, musst du es vielleicht mal machen, steig mal ein. Was? Oder gibst du mir mal kurz Luna, dass ich hier abkippen kann? Nee, warte, ich steig ein. Ach nee, kann ich doch eh nicht. Deswegen, gib mir mal Luna. Ja. Und auf jeden Fall kamen die da angeschwebt, ne? Und ich habe die halt zu spät gesehen. Hm. Vorne kurz ein bisschen angedunst an ihre Seemaschine, sie natürlich bei mir auch. Ja, erst sagt sie, okay, 500 Euro ist immer quitt. Und dann, wollte ich gerade loslegen, ne? Sagt sie, ja gut, nee, 1000. Also wir sind ja hier nicht auf dem Rummel, ne? Im Bazar. So, warte, ich lade ab. Gut, kannst du wieder, Lohner, kannst du wieder wegnehmen? Jo. Habt ihr es abgeladen? So, wunderbar, danke, dass es so gut geklappt hat. Oh, nochmal ins Büro, du bist ja begehrt. Naja, ich bin halt, bis gleich. Da habe ich ein bisschen zu viel gekauft, wahrscheinlich. Was war es, die 24, gell? 29. Komme ich da jetzt am schnellsten hin? Dieses Getümmel hier hoch. Oder hier hoch. Oder vielleicht hier hoch. So, Freunde, kein Dünger. Ja, habe ich doch nicht, oder? Ne, Pflanzenschutzmittel, ja. Wenn es Dünger ist, hättest du es auch mit deinem nehmen können. Ja, ich brauche Pflanzenschutz. Habe ich doch aber auch, ja. Wie sieht das mit Anhängen, Aufträgen aus? Ja, habe ich gemacht. Aufträge. Düngen bei Regen ist halt nicht möglich. Das ist das Problem. Komme ich nicht hoch? Da kommt der Excel. Steht auf der Straße rum. Du könntest da rechts hoch am Shop. Ja, es ist zu spät. Das ist jetzt leider zu spät. Ich fahre jetzt hier vorne rum einfach. So, ja, da sind wir wieder. Yay. Hast du wohl eine Spritze gekauft? Na, wahrscheinlich kaufe ich mir eine Spritze für 200.000. Ja, wisst ihr nicht, ob du schon wieder so rich bist, dass das läuft? Was meinst du, wo das Geld hin ist, Astro Farming? Ja, irgendwo muss ja untergebracht sein, ne? Eva, das geht nicht, es regnet. Ich kann keiner ernten. LW Gamer, der echte, vielen, vielen Dank. Danke für dein Follow. Danke, danke, danke. Es tut mir leid, ich habe es gerade nicht gesehen, den Verkehr. Und ja, wie gesagt, wir nehmen ja hier mit auf und sind da schön am Stream, allem drum und dran.
Wenn ich da nicht immer gleich vorlesen kann, Leute, seht es mir bitte nach. Seid da nicht irgendwie böse oder gekränkt, ne? Denn ist absolut keine Absicht. An jeden Einzelnen, die da sind, die Follow da lassen, die supporten ohne Ende. Vielen, vielen Dank dafür, Leute. Ihr seid echt klasse. Wir sind auch durch. Okay, dann mit der Folge. Was Schönes. Ja, also. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. An die YouTuberinos. Wir sind soweit durch erstmal mit der zweiten Folge, ne? Genau. Ich fahre hier wieder komplett einen Schalt. Ne, es passt. Ich weiß nicht, wann. Das wäre jetzt dann die Montagsfolge. Theoretischerweise die Montagsfolge. Okay. Schaut unbedingt beim Excel vorbei, was der so getrieben hat, weil irgendwas ist da komisch. Wir sind nicht, was da komisch ist. Ansonsten hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Like da. Und schaut beim Excel vorbei, der ist im Videobeschreibung verlinkt. Und es ist auch noch eine kleine Empfehlung von mir verlinkt, von einem Kollegen. YouTube-Kanal, alles rund ums Gras, im Rasen. Da könnt ihr mal vorbeigucken, wenn es euch interessiert. Ja. Ansonsten kannst du jetzt mal Tschüss sagen, Axel. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.